Oh mein Gott! Poppy ist im Prinzip ein verzogenes Prinzesschen aus Malibu. Sie hat lange, wasserstoffblonde Haare, schmeißt exzessive Partys, ist ziemlich unverschämt und hat keinen Respekt vor niemandem. Doch dann wird sie nach England geschickt. Du gehst von jetzt an aufs Internat nach England. Heute drehen wir im Niemandsland, an einem Internat bei London. Als ich das Skript las, verliebte ich mich sofort in die Figur und in die Geschichte. Ich habe noch nie so jemanden wie Poppy gespielt. Es war wirklich cool, mal was Neues auszuprobieren. Zuerst verdient sich die Schulsprecherin meinen Respekt und dann gebe ich ihr die Hand. Miss Cool. Wie bitte? Du solltest dir ein Hörgerät besorgen. Oh, hallo, Freddy. Emma ist wirklich großartig. Und wer ist Freddy? Mrs. Kingsleys Sohn. Wenn es morgens um 5 losging und ich noch schlecht drauf war, war sie immer schon voll dabei und hat mich im Nu aufgebaut. Ich habe hier wirklich viele gute Freunde gefunden und hoffe, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Angeblich spukt es hier im Internat und wir gehen jetzt in den ehemaligen Keller. Also los geht's. Hat sie gerade über mich gelästert? Oh, hier ist es echt gruselig. Fühlst du auch dieses Kribbeln? Es war super, mit einem britischen Team zu arbeiten. Ich wollte schon immer nach England und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Alle hier sind cool drauf, obwohl sich jeder über meinen amerikanischen Akzent lustig macht. Das ist so verflucht britisch. Meinst du das ernst, dass du hier weg willst? Ja. Dann musst du dafür sorgen, dass du von der Schule fliegst. Entschuldigung, furchtbare Allergie. Hoppy. Ich hoffe, der Film wird den Leuten gefallen, denn er ist wirklich witzig. Mit vielen frechen Sprüchen, die man gerne in seinen Wortschatz aufnimmt. Bei mir war es auf jeden Fall so. Wäre cool, wenn es euch auch so geht. Wer sind wir? Wir fahren links in diesem Land. Wenn du sagst...